Willkommen zur täglichen Presseschau von Trigger FM. Wir leben von Spenden. Bitte unterstützt uns auf www.triggerfm.de. Meldungen, Meinungen und Kommentare. Die Presseschau. Ausgesucht von der Trigger FM, Redaktion gesprochen von der KI. Das Omar Al-Farouk Center in Mannheim steht unter Kritik, nachdem bekannt wurde, dass die Moschee einen Ehevorbereitungskurs für Mädchen ab 13 Jahren anbot. Nach öffentlichem Protest wurde die Veranstaltungsreihe abgesagt. Der Vorstandssprecher des Islamistischen Arbeitervereins, Khalil Khalil, bezeichnete die Werbung als unglückliche Formulierung und betonte, dass es bei der Veranstaltung um Präventionsarbeit gehen sollte. Die Moschee, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, hat eine kontroverse Geschichte mit salafistischem Gedankengut. Die CDU-Fraktion im Mannheimer Gemeinderat fordert nun Aufklärung von der Stadtleitung. Der Fall wird im März 2025 im Integrationsausschuss behandelt. Derzeit plant der Islamistische Arbeiterverein den Umzug in größere Räumlichkeiten in Käfertal. Mehr zu dieser Meldung auf apollo-news.net. Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges fordert eine wichtige Änderung in der Strafprozessordnung. Autohersteller sollen künftig verpflichtet werden, Ermittlern Zugang zu Fahrzeugen zu gewähren. Der Grund? Die modernen Alarmsysteme in Autos sind mittlerweile so ausgereift, dass sie nicht nur Diebe, sondern auch Ermittler vor große Herausforderungen stellen. Etwa ein Drittel aller Fahrzeuge verfügt über hochsensible Alarm- und Warnfunktionen, was es den Strafverfolgungsbehörden nahezu unmöglich macht, Abhörvorrichtungen zu installieren. Die bisherigen Alternativen wie GPS-Tracker oder IMSI-Catcher erweisen sich oft als aufwendig und nicht immer effektiv. Die Justizministerin hat bereits eine Beschlussvorlage erarbeitet, die im Justizausschuss zur Abstimmung steht. Bislang können Autohersteller die Herausgabe von Schlüsselcodes oder Zweitschlüsseln verweigern, da es keine gesetzliche Verpflichtung gibt. Dies soll sich nun ändern, um die Strafverfolgung zu erleichtern. Mehr dazu auf epochtimes.de. Die FPÖ feiert einen historischen Wahlsieg in der Steiermark. Mit über 35% konnte die Partei ihr Ergebnis von 2019 verdoppeln. Im neuen steirischen Landtag wird die FPÖ mit 18 Mandaten vertreten sein. Ein Plus von 10 Sitzen. Die bisherige schwarz-rote Koalition verliert ihre Mehrheit. Landeshauptmann Drexler sieht die Hauptverantwortung für das Wahlergebnis in der Bundespolitik und fühlt sich als, wie er sagt, Bauernopfer der Republik. Die Wahl gilt auch als erste Abstimmung nach der österreichischen Nationalratswahl und setzt Bundeskanzler Nehammer weiter unter Druck. Ausführlich zum Nachlesen auf junge-freiheit.de. Das Phänomen Clickbait hat sich zu einem ernsthaften Problem in der digitalen Medienlandschaft entwickelt. Reißerische Überschriften wie schockierend oder Sie verschweigen dir das locken täglich Millionen von Nutzern an, nur um sie dann mit belanglosen Inhalten zu enttäuschen. Experten warnen vor den Folgen dieser Entwicklung. Die ständige Überspitzung führt zu einer Abstumpfung der Leser, wodurch nur noch besonders schrille Aufmacher Aufmerksamkeit erregen. Seriöse, aber weniger reißerisch aufgemachte Beiträge haben es dadurch immer schwerer. Es gibt jedoch auch positive Gegenbeispiele. Einige Medienschaffende zeigen, dass man auch ohne marktschreierische Rhetorik erfolgreich sein kann. Sie setzen auf durchdachte Inhalte statt auf laute Effekthascherei. Kommentar von Trigger FM. Wir haben uns von Anfang an ebenfalls gegen diese Paniküberschriften entschieden. Wir hoffen, dass ihr als Hörer uns treu bleibt und reißerischen Medien nicht auf den Leim geht. Diese gibt es auch in der alternativen Medienszene. Den kompletten Artikel gibt es auf manova.news. Historische Ereignisse erschüttern die Philippinen nach den jüngsten Auftritten des ehemaligen Präsidenten Rodrigo Duterte vor dem Senat und dem Repräsentantenhaus. Er übernahm die volle rechtliche Verantwortung für seinen umstrittenen Anti-Drogen-Krieg. Duterte gab offen zu, der Polizei direkte Befehle zur Tötung von Drogenverdächtigen erteilt zu haben. Eine ehemalige hochrangige Polizistin enthüllte zudem die Existenz einer sogenannten Davao Death Squad und beschrieb ein System von Belohnungszahlungen für Tötungen, die zwischen 300 und 15.000 Euro pro Fall betrugen. Statt Reue zu zeigen, nutzte Duterte die Anhörungen als politische Bühne. Die Mehrheit der Parlamentarier reagierte erstaunlich zurückhaltend auf seine provokanten Aussagen. Diese Entwicklung könnte auch Konsequenzen für seine Tochter Sarah haben,
die als Vizepräsidentin möglicherweise einem Amtsenthebungsverfahren gegenübersteht. Mehr zu dieser Meldung auf nachdenkseiten.de. In einem aufschlussreichen Interview diskutiert der erfahrene Politiker Willy Wimmer mit Kaiwansufi Siavash die aktuellen geopolitischen Entwicklungen und die Rolle Deutschlands in einer sich wandelnden Weltordnung. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen die Zukunft der transatlantischen Beziehungen und die Frage nach Europas Souveränität. Besonders brisant ist die Debatte um die mögliche Lieferung des Taurus-Marschflugkörpers durch Deutschland sowie die politische Dynamik zwischen Bundeskanzler Scholz und Friedrich Merz. In dem Gespräch analysiert Wimmer auch Donald Trumps Rolle als möglicherweise erster realistischer Präsident im Weißen Haus und beleuchtet die Herausforderungen für Europa in einer zunehmend multipolaren Weltordnung. Der komplette Artikel auf apolut.net. Jetzt eine Buchempfehlung von Multipolar. Propagandapresse von Patrick Barb. Die Mainstream-Medien folgen einseitig der Propaganda der NATO. Sie blenden wichtige Informationen über den Stellvertreterkrieg in der Ukraine aus. Sie übergehen die Vorgeschichte, die in den Krieg geführt hat. Friedensbemühungen werden kaum erwähnt und Kriegsgegner diffamiert. Sie betreiben strategisches Framing oder zu Deutsch Lügen durch Weglassen. Patrick Barb geht den Ursachen auf den Grund. Prekäre Beschäftigung, Besitzverhältnisse, Übermacht der Public Relations, Digitalisierung, vorauseilender Gehorsam, transatlantische Netzwerke und so weiter. Er beschreibt die Medien als ideologische Apparate, die postfaktischen Journalismus produzieren. Ein Reporter, der in der Ukraine, Afghanistan und dem Kosovo den Krieg erlebt hat, hält seiner Branche mit diesem Buch den Spiegel vor. Der komplette Artikel auf multipolar-magazin.de. Deutschland arbeitet aktiv an einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur, die möglicherweise zu einer EU-NATO ohne US-Beteiligung führen könnte. Gemeinsam mit 11 weiteren Staaten und der Ukraine hat Deutschland die sogenannte Northern Group neu ausgerichtet. Diese Gruppe, zu der unter anderem Großbritannien, die Niederlande, Polen und die skandinavischen Länder gehören, plant eine verstärkte militärische Unterstützung für die Ukraine. Das erste Treffen des neuen Bündnisses hat bereits in Dänemark stattgefunden, wobei das nächste Treffen in der Ukraine geplant ist. Diese Entwicklung könnte als Reaktion auf die mögliche Reduzierung des US-Engagements in Europa unter einer künftigen Trump-Präsidentschaft verstanden werden. Die Initiative wird besonders von der EU-Fraktion Renew Europe und führenden europäischen Politikern unterstützt. Mehr zu dieser Meldung auf tkp.at. In Kanada sorgt die aktuelle Praxis der medizinisch assistierten Sterbehilfe, kurz MAID, für heftige Diskussionen. Während das Programm ursprünglich für Menschen mit extremen Schmerzen gedacht war, wird es heute auch bei psychischen Erkrankungen und sozialen Problemen angewendet. Die Zahlen sind alarmierend. Von 2016 bis 2021 stieg die Zahl der Fälle von rund 1000 auf über 10.000. Besonders besorgniserregend ist, dass die häufigsten Gründe für Anträge nicht unerträgliche Schmerzen sind, sondern Vereinsamung, finanzielle Probleme oder das Gefühl, eine Belastung für andere zu sein. Während das Gesundheitssystem chronisch unterfinanziert ist, spart der kanadische Staat durch das MAID-Programm etwa 92 Millionen Euro. Kritiker werfen der Regierung vor, den Tod statt Therapien und Hilfsangebote zu fördern. Menschenrechtsanwälte und Behindertenverbände protestieren scharf gegen diese Entwicklung. Ausführlich zum Nachlesen auf heinz.media. Selbstromantisierung einer Abrissbirne. Merkels obszöne Memoirenkampagne. Der Verlag Kiepenheuer & Witsch sicherte sich die Rechte an dem Merkel-Buch, für das sie Berichten zufolge einen Vorschuss von mindestens 7,5 Millionen Euro erhalten haben soll. Die Idee zu den Memoiren entstand nach der Flüchtlingskrise 2015. Das Buch soll nun ihre persönliche Deutung der Ereignisse während ihrer Amtszeit darstellen. Der Verlag verzichtete bewusst auf die Versendung von Vorab-Exemplaren an Rezensenten. Dafür ist zum Beispiel eine Vorstellung in Washington mit dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama vorgesehen. Es ist tatsächlich so zynisch, so bitter und so schwer erträglich wie kaum etwas anderes, meint der Autor des Artikels. Ausführlich zum Nachlesen auf alexander-wallasch.de. Ähnlich wie Wirtschaftsminister Robert Habeck
stellt nun auch Kanzlerkandidat Friedrich Merz von der CDU vermehrt Strafanzeigen gegen seine Kritiker. Dem Stern-Magazin wurde ein von Merz unterschriebener Sammelantrag mit mehreren Strafanzeigen zugespielt. In mindestens zwei Fällen kam es sogar zu Hausdurchsuchungen, einmal bei einer rollstuhlfahrenden Frau, die Merz als Nazi bezeichnete, und bei einem Mann aus Stuttgart wegen einer Beleidigung zum Thema Cannabis. Rechtsexperten kritisieren dieses Vorgehen scharf. Hausdurchsuchungen bei solchen Bagatelldelikten stünden in keinem Verhältnis zum möglichen Strafmaß. Es bestehe die Gefahr, dass sich die Grenzen des Rechtsstaats verschieben, wenn bei jeder Beleidigung die Wohnung durchsucht wird. Der komplette Artikel auf reitschuster.de. Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, bei dem immer mehr Leistungsträger dem Land den Rücken kehren. Große Unternehmen wie BASF verlagern ihre Produktion ins Ausland, während die Automobilindustrie bereits zwei Drittel ihrer Fahrzeuge außerhalb Deutschlands fertigt. Die Abwanderung beschränkt sich nicht nur auf Unternehmen. Auch Privatpersonen und Familien suchen verstärkt ihr Glück im Ausland. Die Schweiz verzeichnet einen deutlichen Anstieg deutscher Einwanderer und Auswanderungsberatung entwickelt sich zu einem florierenden Geschäftszweig. Diese Entwicklung wird durch eine Politik verstärkt, die Kritik zunehmend erschwert und fundamentale Reformen in wichtigen Bereichen wie Energiepolitik und Migration verzögert. Experten warnen, dass ohne Kurskorrektur dieser Trend zur Abwanderung von Bürgern, Unternehmen und Kapital sich weiter beschleunigen könnte. Den kompletten Artikel gibt es auf tichiseinblick.de. Aktuelle Meldungen, Meinungen und Kommentare jede Stunde um 10 vor voll auf Trigger FM. Unsere Radiofrequenzen sind in Hamburg und dem Saarland. Weitere Informationen zum Empfang über Astra Satellit und Web immer auf unserer Internetseite. Helft uns mit eurer Spende unabhängig zu bleiben. Jetzt auf triggerfm.de auf den Button Unterstützen klicken. Vielen Dank. Nicht vergessen, am Ende .de. triggerfm.de